Hallo. Ja, heute geht's zur Tiger Cave. Und dann nehme ich euch natürlich gerne mit. Aber ich muss euch erstmal noch hier... Ich bin gerade auf dem Weg zur Tiger Cave und ich muss euch diese Landschaft hier zeigen. Das ist, da haut es einen echt um. Man kommt sich vor, als fährt man durch die thailändischen Highlands. Ich bin jetzt schon ganz in der Nähe von der Tiger Cave, aber wow, hier oben ist die Tiger Cave. Sicherlich sind die Thailänder sehr fortschrittlich und haben eine Liftanlage, wo man da ganz bequem nach oben fahren kann. Aber jetzt fahre ich da erstmal. Mein Ticket, ja, hier Touristen zahlen 50 Baht, ist doch klar. Hier ist der Start und ich habe es wirklich befürchtet, kein Skilift. Wow, soll ich das wirklich machen? Das schmerzt ja jetzt schon nur, wenn ich die Zahl... Bevor ich den Aufstieg wage, schaue ich mir hier nochmal die restliche Tempelanlage an, denn wer weiß, ob ich nachher noch laufen kann. Mögen die Spiele beginnen. Ja, das Extreme hier an den Stufen, die sind bis zu 30 cm hoch. Ich habe erst eine Treppe. Und ich merkte schon, unglaublich. Wow. Es ist jetzt schon anstrengend, aber mein Körper braucht immer ein bisschen. Okay. So schlecht ist das gar nicht. Ich weiß nicht, wie viel ich habe, aber noch nicht viel. Und das ist, ich bin am Limit. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Und so ist die ganze Zeit. Und nur die Stufen sind noch heftiger. Ja, nur noch 500. Alter Schwede. ...1052 Stufen habe ich schon. Und eins kann ich sagen, mit dem Kinderwagen habt ihr hier keine Chance. Ja, ein bisschen Sarkasmus muss sein. Aber es bedeutet nur noch 200 Stufen. So, ich bin jetzt oben angekommen, 1250 Schritte. Und das ist hier, ja. Also es gibt schönere Tempelanlagen, aber hier hat man dann eine fantastische Aussicht, so ein bisschen diesig. Oben on the top. Es ist nicht mehr der neueste Tempel, aber ich kann das verstehen. Der, wo hier die Materialien hochschleppen muss, ist ein armer Kerl.
bin jetzt wieder unten an der Tempelanlage angekommen. Wie gesagt, ich habe schon schönere Tempel in Thailand gesehen, aber man hat eine fantastische Aussicht. Und wenn es nicht so diesig wäre wie heute, ich glaube, dann ist das Erlebnis da oben noch schöner. Also wie gesagt, mir persönlich hat es da oben gefallen. Die Tempelanlage ist mittelprächtig, ist halt ein bisschen runtergekommen. Aber dieser Kick, nach oben zu gehen, das war schon was richtig Tolles. Also das ganze Erlebnis hat mir gefallen. Ich gebe den Daumen hoch für die Tiger Cave. Das ist, kann man auf jeden Fall machen. Aber es ist auch eine körperliche Herausforderung, weil jeden, wo ich hier gesehen habe, der hat geschwitzt und hat Pausen machen müssen. Also die Hitze ist es hier. Und die Stufen. Best von Pad Thai, da werde ich jetzt essen gehen. Das sieht mir original aus. Ja, auf jeden Fall eine riesige Schlange, aber ich glaube, das ist dann richtig gut, denn da, wo die meisten Leute drin sitzen, und es hat auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, so wie ich das jetzt. Ja, was schade ist, jetzt muss ich in Etappen essen. Jetzt kam das Frühlingsrolle und Pommes. Kam relativ früh, aber ich wollte das eigentlich nur so ein bisschen für nebenbei zum Snacken. Ich habe noch Pad Thai und noch was anderes bestellt. Ja, das ist jetzt wegen schade. Runde 2. Auf Rayleigh Beach angekommen. Und ich zeige es euch gleich. Das ist Bombe. Man sagt, dass die Rayleigh Beach die schönste Beach hier in ganz Thailand sein soll. Und ich stehe hier seit einer Minute und wow. Wow, wow, wow. Noch ganz kurz.